Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir machen heute ein Rezept aus meinem neuen Kochbuch Einfach vegetarisch und zwar aus der Rubrik Einfach mal was Deftiges und da machen wir einen wunderschönen leckeren Zwiebelkuchen. Das Ganze geht auch wirklich einfach. Wir machen uns hier ein bisschen das Leben leicht und verwenden einen fertigen Mürbeteig. Wer das nicht möchte, ich mache auch gerne noch mal ein Video für selbstgemachten Mürbeteig, geht auch ganz einfach. Aber manchmal kann es ruhig auch schneller gehen. So, als erstes schneiden wir uns mal jede Menge Zwiebeln klein. Ich habe hier 5 große Gemüsezwiebeln und das sollten ungefähr 700 Gramm sein. So, die könnt ihr entweder so in Ringe schneiden. Ich persönlich ziehe es immer vor, ich schneide sie immer quer in feine Streifen. Wichtig ist, dass sie nicht zu grob sind, die Zwiebelstreifen. Das sieht nach sehr viel aus, das wird aber nachher noch einkochen. So, die Zwiebeln, die packe ich erstmal kurz auf die Seite. Ich schnappe mir jetzt hier eine Quicheform. Am besten, finde ich, sind die, wo man den Boden rausnehmen kann. Weil dann kann ich nachher die fertige Quiche einfach aus der Form heben, kann sie viel einfacher schneiden, auf den Teller packen. Geht aber auch mit einer normalen. Dann müsst ihr sie allerdings meistens in der Form schneiden. Ich fette die mit ein klein bisschen Butter aus. In den meisten Fällen ist es nicht nötig, weil die Form eh beschichtet ist. Aber sicher ist sicher. Und auch besonders hier am Rand so ein bisschen. Also ich nehme jetzt hier, wie gesagt, einen fertigen Mürbeteig. Aber natürlich könnt ihr ihn auch selber machen. Ich nehme jetzt hier meinen Teig und lege den in meine Form. Ich empfehle euch, nehmt ihn mindestens mal eine Viertelstunde vorher aus dem Kühlschrank. Dann lässt er sich leichter verarbeiten. So, und dann pressen wir den vorsichtig hier rein. Aufpassen, dass wir keine Löcher reinmachen. Ich schaue auch immer, dass ich ihn hier in diese Rillen reingedrückt bekomme, damit wir nachher eine schöne Form da haben. So, ich empfehle euch, wenn ihr sowas macht mit Mürbeteig, den Teig immer vorzubacken. Blindbacken nennt man das. Wie das geht, das zeige ich euch gleich. Viele machen das immer ohne Vorbacken, Füllung direkt rein, aber ihr bekommt ihn nie so knusprig hin, wie wenn ihr ihn vorbackt. Der Teig ist einfach viel, viel schöner und das ist egal, ob das jetzt ein gekaufter oder ein selbstgemachter Teig ist. Blindbacken macht so eine Quiche oder einen Zwiebelkuchen immer noch mal besser. Um überschüssigen Teig abzunehmen, könnt ihr hier einfach mit dem Teigroller drüber oder auch mit dem Messer mit dem Messerrand drüber drücken oder einfach mit der Hand, egal. Überschüssigen Teig immer aufbewahren. Bei selbstgemachtem Teig mache ich es oft so, dass ich den erst trimme, wenn ich ihn gebacken habe, weil der zieht sich manchmal noch ein bisschen zusammen. Ja, dann hat man manchmal das Problem, dass der Teig nur noch irgendwo bei der Hälfte ist. Jetzt zum Blindbacken packe ich hier wieder ein Backpapier rein. Hier habe ich praktischerweise das von einem fertigen Teig und gebe ein Gewicht rein. Das können Linsen sein, Erbsen sein, egal was. Ich habe hier, glaube ich, Sojabohnen. Das ist einfach nur als Gewicht, damit der Teig nicht nach oben geht. Der Ofen sollte jetzt vorgeheizt sein auf 180 Grad. Dann backen wir das Ganze erstmal 10 Minuten mit dem Gewicht drin. Anschließend nehmen wir das raus und backen es nochmal 5 Minuten ohne die Beschwerung. Während mein Teig im Ofen ist, gebe ich schon mal einen guten Schluck Öl in die Pfanne. Ich nehme hier in dem Fall ein Rapsöl. Dann gebe ich meine Zwiebeln dazu. So, dann würzen wir schon mal mit Salz, Pfeffer aus der Mühle. Und jetzt lassen wir die schön langsam zusammenfallen. So, nach 10 Minuten können wir das hier rausnehmen. So, und dann geht es nochmal für 5 Minuten in den Ofen. So, mein Teig ist fertig vorgebacken, den stelle ich erstmal auf die Seite. Wie man sehen kann, der ist doch ordentlich zusammengegangen. Das kann man einmal vermeiden, indem man den vorher eine halbe Stunde kalt stellt. Oder aber, wie ich vorher schon erwähnt habe, man backt ihn mit dem überhängenden Teig und nimmt dann mit einem Sägemesser am besten, schneidet erst dann den gebackenen Teig ab. Dann hat man die Form perfekt ausgefüllt. Aber ich glaube, das funktioniert so auch noch. Ich reibe jetzt schon mal meinen Käse. Ich habe hier 100 Gramm Bergkäse. Und die Zwiebeln, die können schön langsam vor sich hin karamellisieren.
lass da ruhig, gib denen ruhig Zeit. Also die sollen nicht scharf anbraten, sondern wirklich schön langsam zusammenkochen. So, den Käse reibe ich auf der groben Seite einer Reibe auf. Ihr könnt Bergkäse nehmen, ihr könnt Gouda nehmen, zum Beispiel Edamer. So die Art von Käse eignet sich sehr gut für sowas. So, dann habe ich hier noch zwei Zweige Thymian. Da lesen wir einfach die Blätter ab. Das geben wir gleich mit zu den Zwiebeln dazu. Dann brauchen wir, um die Quiche aufzufüllen oder den Zwiebelkuchen, brauchen wir Sahne, 250 ml. Darauf gebe ich 3 Eier. Dann würzen wir mit Pfeffer aus der Mühle. Salz. Frisch geriebene Muskatnuss. So, und dann geht ihr da am besten kurz mit dem Pürierstab rein oder Schneebesen, was ihr da habt. So, und schon ist das fertig. Jetzt müssen wir nur noch auf die Zwiebeln warten. So, und was auch immer ihr zum Blindbacken verwendet habt, das könnt ihr immer wieder verwenden. Packt das einfach in eine Schale rein, lasst es abkühlen, Deckel drauf. Und beim nächsten Mal nehmt ihr die einfach wieder. Wenn die Zwiebeln jetzt langsam Farbe bekommen, dann gebe ich auch den Thymian mit rein. Den braten wir noch ein paar Minuten mit und dann ist das auch schon fertig. Wichtig, immer probieren, ob genug Salz dran ist, ob noch Pfeffer dran muss. Zwiebeln haben relativ viel Süße. Also hier fehlt mir auf jeden Fall noch Salz. Und ein bisschen Pfeffer kann auch noch dran. So, die Zwiebeln, die sind soweit. Die können jetzt hier schön verteilt werden. Ja, am Anfang sieht das unglaublich viel aus. Aber tatsächlich bleibt da so viel am Ende gar nicht übrig. Dann gebe ich meine Eimischung hier drauf. Meine Royal. Macht das schön langsam, damit euch das nicht über den Rand läuft. Ich kriege jetzt hier tatsächlich nicht alles rein. Aber wenn der Rand bis oben hin wäre, würde das genau passen. So, dann verteile ich hier meinen Käse großzügig. Und dann geben wir die wieder in den Ofen, 180 Grad für 35 bis 40 Minuten bei Ober-Unterhitze. So, ich würde sagen, die kann sich sehen lassen. Ah. Und das duftet. Die könnt ihr jetzt erst ein bisschen abkühlen lassen. Oder ihr versucht es, sie direkt hier rauszuheben. Das geht eigentlich in der Regel sehr gut. Hopp. So, ihr könnt sie auch direkt hier von der Platte dann runternehmen. Und die kann man auch wie so einen Tortenheber benutzen dann. Yep. So, jetzt ist sie nicht mehr ganz so heiß. Am liebsten esse ich sowas schön lauwarm. Dann schauen wir uns jetzt mal die Quiche an. So, jetzt habe ich aber auch echt Hunger. Oh, lecker. So, das war wirklich, wirklich lecker. Und ich hoffe, ich konnte euch Lust machen, das nachzukochen. Das Rezept, das findet ihr, wie gesagt, hier in meinem Kochbuch. Einfach vegetarisch. Seit kurzem jetzt im Handel. Kriegt ihr in der Buchhandlung oder ihr bestellt es online bei Amazon, bei Thalia. Die Links dafür, die blende ich euch unten in der Beschreibung ein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Gerne abonnieren, wenn ihr neu bei mir seid. Denn dann verpasst ihr keines dieser leckeren Rezepte mehr. So, und damit sage ich tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und schreibt mir gerne eure Rezeptwünsche unten auch in die Kommentare. So, bis dann. Ciao, ciao.